da passe ich besser gut drauf auf. Mensch, was müssen wir denn jetzt hier machen? Da bin ich ja echt ein bisschen verwirrt. Das ist ja eine richtige Armee von Fuchsstatuen. Gruselig. Moment, ich will nochmal die eben ansprechen. War da was? Ich hab schon wieder vergessen. Dieser Baum muss den Füchsen eine Straße. Stimmt, das war's. Und da ging's eben nicht, weil nicht sie aus Holz passiert. Ist. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Und grünen Wuchs überlassen? Da ist wohl nichts, was wachsen will. Hätte sein können, dass wir die irgendwie dadurch einsteinern. Nichts. Wir können bloß. Wir können bloß die Glocke benutzen. Eigentlich. Was das da oben ist, kann ich einfach nicht sagen. Da lässt mich das einfach nicht auswählen. Also, was ist der einzig logische Weg? Eigentlich Glöckchen und irgendwas anderes. Da passt. Mal gucken, ich probiere es jetzt mal ganz kurz einfach aus. Da passt. Vielleicht haben wir ja was. Da passt. Ne, nix. Vielleicht will es ja Quartett spielen. Lust auf eine Partie Quartett? Den Freuden der Sehenden bin ich entwachsen, Mensch. Warum redet er jetzt? Vorhin hat sich das angehört, als ob sie gesprochen hätte. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Was für eine seltsame Statue. Ob das wohl auch ein Fuchs sein soll? Das ist ja witzig. Da redet die mit uns, wenn ich das hier auswähle. Lust auf eine Partie Quartett? Den Freuden der Sehenden bin ich entwachsen, Mensch. Jetzt bin ich verwirrt. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Na, her damit. Hallo? Ich habe keine Idee. Mal gucken, was du zu der Glocke sagst. Ja. Das ist ja hilfreich. Die Füchse dieses Landes verfügen über die Fähigkeit, das Auge anderer zu überlisten. Okay. Ein faszinierender Zauber. Das Auge der anderen zu überlisten. Ja, faszinierend, durchaus, keine Frage. Aber, the fuck? Irgendwas muss es doch mit da dieser Glocke auf sich haben. Da passe ich besser. Finde ich gerade sehr, sehr komisch. Nein, ich bin... Mit dem Stock anhauen? Ein oder Stock. So? Ich habe überhaupt keine Idee. Das sieht passt. Moment, ich wollte eigentlich die Glocke daran auswählen. Da passe ich besser gut drauf auf. Also ein bisschen doof. Ich hätte mir wahrscheinlich die Geräusche irgendwie merken müssen. Versuchen wir es mal dreimal. Das ist ja so eine Zahl. Na, vielleicht? Hallo? Ist da jemand? Keine Antwort. Mist, jetzt ärgere ich mich ja fast ein bisschen, dass ich das nicht mehr weiß. Vielleicht war da ein Hinweis drin versteckt. Ja. Ja, dann nicht. Das sind keine Sterne, an denen ich... Ich komme hier nicht wirklich weit, also irgendwie... Irgendwas muss ja hier sein. Vorhin hat sich... Hallo? Keine... Was für eine... Ob das... Die Statue kann ich nicht versetzen. Das wäre auch noch so eine Idee gewesen, die da hinzusetzen oder irgendwie sowas. Ja. Ich dachte einfach mal, ich probier's mal, vielleicht betrachtet er die Glocke mal dadurch.
Wir können ja mal ganz kurz ins Tagebuch reingucken. Vielleicht steht da was, an was ich mich nicht mehr erinnere. So viele Fuchsstatuen. Jerry ist dem Fuchs durch den dritten Portalbaum gefolgt, doch er hat sich ein weiteres Mal aus dem Staub gemacht und hat das Tor hinter sich hinter ihm geschlossen. Mist, so viele Fuchsstatuen. Also hat das vielleicht irgendwas mit den Fuchsstatuen auf sich? Aber an denen können wir ja nicht wirklich viel machen. Lassen wir noch mal kurz flüstern, Moment. Rechts von mir schläft der Torwächter. Na, eigentlich kann es ja bloß darauf bezogen sein, oder? Oder muss man halt irgendwie eine bestimmte Fuchsstatue auswählen. Da passe ich besser gut drauf auf. Da passe ich. Könnte ja sein. Da passe ich. Da passe. Da passe. Da passe. Da passe. Da pass, ich skipp das mal, weil das da wird sonst, glaube ich, ein bisschen lästig. Da passe. Da passe. Da passe. Da passe. Ja. Okay, auch keine Idee. Also ich versuche hier gerade irgendwas, weil wieder mal gibt es einfach keinen gescheiten Tipp. Ich klingel da einfach mal ein bisschen mit. Aber es scheint überhaupt nichts zu passieren. Das ist ja doof. Und er sagt dazu auch nichts. Ja, jetzt ist er gut. Kann die Glocke irgendwie reden? Da flüstert wohl nichts. Tja. Das ist komisch. Da haben wir das goldene Glöckchen. Das braucht ein guter Sch. Mal gucken, nein, ob man irgendwas damit verbinden kann. Mein Becher. Ja, das wird nicht klappen. Das klappt so nicht. Vielleicht kann man den ja damit aufhören. Das klappt so nicht. Nein, okay. Hätte sein können. Mit dem magischen Brief mit vielleicht? Der Nachricht geht. Nein, auch nicht. Ich will keine Plack. Okay, auch nicht. Nein. Hagebutten sind. Irgendwie cool, aber nutzlos, wie immer. Ein Stock. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Sehr, sehr seltsam. Vorhin hat sich das angehört, als ob sie gesprochen hätte. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Was für eine seltsame Statue. Ob das wohl auch ein Fuchs sein soll? Tja, bestimmt. Vielleicht. Komisch, also jetzt sitzt man hier wieder so ganz ohne Hinweis. Das finde ich ein bisschen seltsam. Oder ich weiß den halt eben einfach nicht mehr, weil ich die Aufnahme dann an der Stelle abgebrochen habe. Vielleicht war das doch nicht die beste Stelle. Also genau erinnere ich mich da jetzt auch nicht mehr dran. Und die Tipps sind natürlich wieder mal unglaublich hilfreich für jemanden, der jetzt gerade frisch eingestiegen ist quasi wieder. Die Füchse dieses Landes verfügen über die Fähigkeit, das Auge anderer zu überlisten. Ein faszinierender Zauber. Ja, das Auge anderer. Das Auge anderer, das habe ich ja sozusagen nicht, weil ich habe ja das magische Auge. Aber da sehe ich halt nicht so richtig viel, außer dass da oben irgendwas leuchtet. Aber da kann ich nichts auswählen mit. Diese Statue hier, das bringt nichts. Hallo? Ist da jemand? Das ist extrem komisch. Die Statue kann ich auch nicht großartig benutzen. Also die hilft mir einfach nichts. Zu Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern.
Mensch, was soll ich denn hier machen? Also mit dieser Glocke und der kleinen Glocke muss halt irgendwas passieren. Aber ich weiß da eben nicht, was... Da passe ich besser gut drauf auf. Da passe ich besser gut. Das ist meine einzige Idee, ehrlich gesagt. Hallo? Ist da jemand? keine Antwort. Ich bin ein bisschen verzweifelt, ehrlich gesagt. Rechts von mir sitzt der Torwächter. Rechts. Das ist ja eine richtige Grusel. Also wahrscheinlich hat es irgendwas mit diesen kleinen Füchsen zu tun. Ich weiß es aber nicht genau. Da passe ich besser gut. Da passe ich. Muss man irgendwie. Da passe ich besser. Sozusagen damit das was resetten und dann immer. Da passe ich besser. Da passe ich besser gut. Da passe ich besser. Also wahrscheinlich da ist das das Rätsel. Da passe ich besser. Da passe ich besser. Aber da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Die sehen halt schon alle gleich aus. Also ich vermute, dass hier irgendwo der Torwächter quasi zwischen sitzt. Da passe ich besser. Das ist ja eine Grusel. Das ist sehr komisch irgendwie. Nichts. Versuchen wir es doch mal hiermit irgendwie. Da sind keine. Also der schläft irgendwie rechts von denen. Das braucht keine besondere Würze. Das ist gruselig. Das ist. Tja. Das ist. Überall der gleiche Satz. Das ist. Die Füchse dieses Landes. Oh, ups. Moment. Ich habe mal eine andere Idee. Moment, wir nehmen mal eben das Felsflüstern und versuchen das mal hier oben. Ja, okay, links von ihm schläft der Torwächter. Aha, ja, also ist es wirklich so. Links von der schläft der Torwächter. Das heißt, der könnte es sein. Ja, ach lol. Alles klar. Wer stört meinen Schlaf? Ich, der nicht wusste, wie ich dich wecken kann. Ich kann dich nicht sehen. Doch ich spüre deine Anwesenheit. Hier. Kitsune? Bist du es? Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar. Oh, ich... Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Naja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Wie wunderbar! Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah, eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Besonders nicht einem wie ihr. Hopp. Da ist er einmal zurück. Und naja, okay. Wie ich ja schon mal sagte, ich denke einfach viel zu kompliziert, mein Gott. Das ist manchmal echt.